Willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, auf meinem YouTube-Channel. Hier neben mir der gewaltige Simon, Simon alias der Braumeister. Heute gibt es eine kleine Grip-Challenge. Ich würd sagen, wir belassen es bei einem Gerät. Also die Grip-Challenge findet statt zwischen meiner Wenigkeit und Simon. Über diese Hexbar. Also wir machen Deadlift mit der Hexbar, und zwar, wir haben hier drei Einstellungen, aber wir nehmen natürlich die dickste. Der Griff muss so breit wie möglich sein. Ja, der dicke Griff. So wenig umgreifen kann wie möglich. Immer dick, das ist so, ja. Genau, und das ist ja. Damit wird dann gehoben quasi. Immer eine Wiederholung und dann geht es mit dem Gewicht drauf, bis irgendwann mal immer festhalten kann. 185 jetzt, zum Starten, zum Warmwerden. Zum Starten. Nimmst aber den dicken Griff mit der schönen dicken. Also wir machen heute nur mit der dicken. Dick ist immer gut, ne? Ja. Leicht. So, der Chef persönlich. Und wir laden auf, ne? 20 auf jede Seite. Aber, wie Konfuzius gesagt, auf Scheiben aufladen bringt Bookies. Quasi gemäß der Philosophie, der Weg ist das Ziel, ne? Genau. So, jetzt haben wir wie viel? 200? 225, da kommen wir ins Tun. Wow. Schwupps. So, da haben wir wieder. Da haben wir wieder. Den Dennis. Genau, kommentiert das so ein bisschen so wie so. Wir machen das so ein Showmaster. So. Ich bin kein guter Showmaster, aber. Ja, da ist schon. Da haben wir wieder den Dennis. Oh ja. Und Dennis, war schwer? Ja, das war zerberstend. So, der Braumeister lädt wieder fleißig auf. 15 auf jede Seite. Simon, was liegt dann an? 2,55. So, wer möge beginnen? Ja, ich muss ja jetzt wieder dran. Aber ich werde noch erst gefühlt. Willst du ausschnaufen? Ganz kurz. So, der Braumeister macht sich bereit. Für 255. Schön die Pfötchen ein. Reiben. So, wenn ich auch schön heiß bin. So beginnt's. So. So, Simon, komm. Ich habe das Gefühl, heute scheitert es nicht an der Griffkraft, sondern an der Deadlift. Komm, Simon. So, komm, fass an. Man sieht, es sind wirklich die ganz dicken Griffe. Oh. Es sind wirklich die ganz dicken Griffe. Das ist halt, dass immer das Gewohnte ist, was Dickes in der Hand zu haben. Komm jetzt, du Bengel, du. Wenn er so deadliften könnte, wie er Sprüche klopft, wäre er der nächste World's Strongest Man. Und zieh, Simon, zieh! Zieh, du Hund! Geht doch, oder? Der dürft eine Griffkraft hier kein Problem. Und der Großmeister macht sich bereit, geht an das Arbeitsgerät. Geht an das Arbeitsgerät. Bricht kurz ab zum Verschnaufen. Oh. Und Dennis, was meinst du? So, der Braumeister bereitet sich quasi auf seine nächste Wiederholung vor. Mit Bier läuft nichts. Also das waren jetzt 2,50. 2,55 waren das. Ja. Prost. So, während der Simon wieder fleißig auflädt. Simon, welches Gewicht liegt dann an? 2,65. 2,65. Macht er gut. Dennis, ein bisschen hier in Recovery. Ich bin schon aufgeregt für meinen nächsten Wettkampf. Wo geht's da hin? Nach Holland. Schön. Auf die Champions League. Freue ich mich schon. Was meinst du? Kriegst du dein Leadershirt verteidigt? Ja. Sollte drin sein, oder? Ja. Komm doch mit. Gibt's da hübsche Mädels? Ja. Holland halt, ne? Fragst du wieder was denn? Da haben wir noch 20, oder? Ja, die hat die
fürs Nachladen. So, 265. Ja, und der Philipp macht nicht mit, oder wie? Hä? Hä? Die Kamera, ne? Ja, ich meine, ich will mich ja nicht mit Titanen messen. Und schon verausgaben. Spaß dich für die Mädels auf, gell? Altes, auch um die muss sich einer kümmern. So altes Honigpeeling-Zucker, ne? Mach mich fertig, Junge. Pürren. Ganze Hemd weiß. Das kenne ich. So. Simon? Und, oh, noch fit? Ja. Läuft, oder? Ich habe einen Witz zu erzählen. Also, komm raus. Was ist ein Leprakranker mit langer weißer Haar? Der Pusteblume. So, mit diesen hebst du das jetzt bitte hoch. Simon hat es gerade genial gemacht. Jetzt haben wir hier. Wie viel sind es? 2,65. Das ist schon viel. Ne? Dicke Bade zieht. Dennis, greif an dicken Griff, ne? Nicht bescheißen. Ja, ja. So, wir haben umgescheibt. Es liegen jetzt dezente 275 Kilo an. Ja. Wie ist das eigentlich, Dennis? Wird es so wie bei der Dumbbell Challenge oder so, dass die Leute das daheim mal nachmachen dürfen? Die Leute können gerne vorbeikommen. Sie können an diesen Ort pilgern und um Audienz bitten. Wie heißt dieser eine Film, wo dieser Junge nach Asien gereist ist, um von Shaolin trainiert zu werden? American Shaolin. Und er saß dann die ganze Zeit vor diesem Kloster bei Regen und... Ja, American Shaolin. Wie lange saß du da? Ich glaube, ein paar Tage auf jeden Fall. Ja. Wenn das hier der Fall ist, da drüben sind die Russen, die haben gute Tiefkühlpizza und Schnaps und Wodka und Cognac. Ich komme ab und zu mal mit Bier vorbei. Einmal die Woche wird von Russen noch gegrillt, da gibt's lecker Schaschlik. Genau. Ja, jetzt brauche ich aber erstmal ein Bier für den nächsten Trail. Der Braumeister wieder. So, jetzt stellen wir mal den Braumeister richtig vor hier. Erzähl mal, wie groß du bist. Groß bin ich 2,1 Meter. Wie viel wiegst du? Ja, 135 knapp. Mhm. Und er fängt erst jetzt an mit dem Strongman-Training. Also, da kommt was. Das stimmt, ich war dabei. Warst du dabei? Ich war beim Simon seinem ersten Mal war ich dabei. Okay. Hab ihm dabei quasi die Hand gehalten. Wie schwer war sie? Also, die war schon ordentlich schwer. Das war eine sportliche Herausforderung. Die hieß. Wie hieß sie denn? Joke. Linda Joke. Linda Joke. Ja, und das erste Mal, wann haben wir angefangen? Ich glaube Ende Februar, Anfang März, ja. Wenn du jetzt hebst, heb nicht so, sondern geh rein und heb so. Verstehst? Ja. Hüfte vor. Nicht Rücken, sondern Hüfte vor. Hüfte vor. Au! Komm! Au! Da! Easy, Simon! Hüfte! Zieh! Komm!
sehr stark. Was waren zuvor? 2,65. Das ist auch Personal Best für mich. So. Komm her, film, dass ich an den Griff nehme. Sehr schön. Ich würde mal gerne probieren. Nochmal 20 auf jede Seite. Dann sind wir bei 205. Nee, Quatsch. 315. Ja, das würde ich mal gerne. So, auch wenn der Braumeister raus ist, immer eine starke Leistung, mega geschlagen. Der Dennis will es trotzdem nochmal probieren mit 315 Kilo und dem schönen dicken Griff. Ich hoffe, das geht, ne? So, der Dennis hat hier nochmal ein bisschen Pause, denn wir mussten jetzt hier die prall gefüllte Stange nochmal mit den guten ATX-Gummibändern, die eignen sich sonst hervorragend zum Aufwärmen und ja, damit stabilisieren wir das alles, dass uns hier nicht gleich das Zeug runterfliegt. Und ich denke... Wir bräuchten einen richtigen Kameramann und er kommentiert es so. In so einem Zirkus. Direktor-Outfit. So. Mit so einem Zylinder. Ja, genau, so einen übertrieben großen Zylinder. Da kann man drüber diskutieren, wenn ich dann auch... Nee, Leute, sollen es einfach in die Kommentare rein. Wenn ich dann auch die Assistentin quasi so im kurzen Glitzerkleid dazu kriege. So, jetzt wird er geholt. So, schön an den dicken Griff. Jetzt komm! Zieh das Ding aus! Zieh's hoch, Dennis! Da, 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 da! Oh! Jawohl! Easy! Sehr gut, da war noch Luft. Aber so langsam geht der Grip. So, liebe Zuschauer, das Battle ist beendet. Ich habe den langen hier geschlagen. Noch. Die Revanche wird, denke ich, demnächst kommen. Aber hallo. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da oder sonst was. Ein Kasten Bier. Überweist uns 5000 Euro. Nehmen wir auch. Ciao. Tschö. Und wenn ihr Lust habt, kommt mal vorbei. Ja.